Ich mochte sie als Schauspielerin schon sehr und jetzt ist sie auch noch Podcasterin. Ich freue mich sehr, sie macht Attentäter-Welt-History und ist bei German Crime Story gefesselt zu sehen. Herzlich willkommen, Nina Friederike Gnädig. Wie geht's dir und wo bist du? Also erstmal krass, Nico, dass du wieder so informiert bist. Ich dachte, ich bringe jetzt Neuigkeiten, aber du weißt es schon alles. Wie geil, ey, danke. Mir geht's selig. Ich hatte ein sehr erfüllendes Jahr. Und ich weiß, was das in den jetzigen Zeiten heißt, sowas sagen zu können. Nina, dir kann ich es ja sagen, ich bin nicht der größte Podcast-Fan. Aber als ich gehört habe, dass du einen Podcast machst, da wollte ich natürlich reinhören, weil deine Stimme, ihr habt es jetzt natürlich schon längst gehört, dass die Frau eine tolle Stimme hat. Das hat so Spaß, mal zuzuhören. Und dann gab es gar kein Entkommen mehr, im positivsten Sinne. Die Leute haben so massiv deinen Podcast gerepostet, dass ich gedacht habe, das gibt's ja gar nicht. Die ist ja jetzt überall. Und zwar die Folge von dem 11. September, über den 11. September. Und das war tatsächlich auch, also wow. Ich glaube, ein anderes Wort kann man da gar nicht sagen. Wer jetzt von deinem Podcast aber noch gar nichts gehört hat, worum geht's bei Attentäter Welt History? Also erstmal, Nico, ich bin total platt. Ich freue mich riesig, dass das so auch bei dir angekommen ist und dass du es gehört hast, weil uns das wahnsinnig wichtig ist. Wir erhalten das Thema für sehr aktuell und brisant, aktueller denn je tatsächlich. Leider, die Einschläge kommen ja immer näher. Und genau darum geht es, also wie der Name es schon sagt, es geht eben nicht tatsächlich nur um Attentate, sondern es heißt ganz bewusst Attentäter. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Täterperspektive und versuchen uns anzunähern, zu sagen, wann wird ein Mensch ein Attentäter, warum? Lässt sich das, ist jemand dafür prädestiniert? Lässt sich das frühzeitig erkennen? Was können wir in der Gesellschaft damit tun? Und wir haben das uns erarbeitet, historisch betrachtet sozusagen, begonnen mit Georg Elser als Widerstandskämpfer. Also auch, wann ist ein Mensch ein Attentäter? Wann ist er ein Terrorist? Wann ist er ein Widerstandskämpfer? Ändert sich das auch in der Definition mit der Zeit und warum? Und wir beleuchten es bis in die Jetztzeit, das heißt, jetzt ist die letzte Folge dieser Staffel erschienen mit dem Attentat vor 2 Jahren im Tiergarten. Das ist ein hochpolitisches Attentat, da wurde das Urteil letzte Woche gefällt. Tatsächlich ist morgens um 8 der Podcast erschienen und um 11 kam das Urteil, dass dieser Mord, der da im Tiergarten im öffentlichen Park eine Hinrichtung in den Kopf, sozusagen unter Aufsicht der Öffentlichkeit, tatsächlich ein Auftragsmord aus Russland war. Und damit hat es jetzt ganz große Konsequenzen für die deutsch-russischen Beziehungen. Das habt ihr bestimmt alle in der Tagesschau auch mitbekommen. Es war Headline Donnerstag letzte Woche. Und das war tatsächlich ein Timing, wie es nicht zu erwarten war, dass wir um 8 mit der Folge rauskommen, um 11 kommt das Urteil und das war eigentlich für nächstes Jahr erst erwartet. Und damit schließt sozusagen das Thema Attentäter diese Staffel ab. Und immer wieder beleuchten wir über Breivik 9/11 die großen Attentate dieser Jetztzeit und versuchen uns dem anzunähern, sowohl aus der Opfer- als auch aus der Täterperspektive. Und natürlich kann man sowas Allumfassendes ganz schwer nur alleine umsetzen. Du machst das zusammen mit Burkhard Feige, produziert wird das von den Wake World Studios. Wie viel Recherchearbeit ist in einer so einer Folge? Weil du bist ja, wenn es geht, an den Orten vor Ort. Ja. Also wichtig war für uns, ich bin ja keine Journalistin, ich bin erst recht keine Investigativjournalistin, ich bin Schauspielerin. Was prädestiniert mich, so einen Podcast zu machen, außer der Tatsache, dass ich eine Frau bin und wir gesagt haben, tatsächlich sind es ja, außer jetzt die RAF, die ja berühmte Attentäterinnen in sich getragen hat, berühmte Terroristinnen, nenne ich es jetzt mal so, heikel der Ausdruck auch sein mag, sind es fast nur Männer. Und deswegen fand ich es eben als Frau auch spannend, die Herangehensweise zu sagen, ich stelle mir diese Frage, warum ist auch das so, war unser Ansatz zu sagen, ähnlich wie der Zuhörer selber. Und wir haben natürlich auch Geschichtsprofessoren, die ihre Doktorarbeit über dieses Metier geschrieben haben. Aber normalerweise haben wir Zuhörer, die sagen, ich fange bei Null an und am Ende möchte ich was wissen. Also es ist wie eine Reise in diese Zeit, in die Psychologie, hin zu den Umständen und auch zu der Tat selber. Und wir verbringen
Hunderte, um nicht zu sagen, also das bestimmt auch manchmal Tausende an Stunden mit Recherche, mit Anschreiben von Interviewpartnern. Viele, ich meine, jedes Mal ist es auch mit Schmerzen für die Angehörigen verbunden. Das heißt, man schreibt lange an, viel an, erklärt, schickt Links mit, führt Telefonate, nähert sich an, bis dann vielleicht auch ein Vertrauen und dadurch dann eine Bereitschaft wächst. Wir recherchieren nicht nur das Metier in sich, sondern eben auch diese unterschiedlichen Einheiten, sowohl geschichtlich als auch politisch, als auch psychologisch, als auch so persönlich wie möglich, fahren an die Orte hin, das lässt sich in Stunden, und dann eben auch das Skript zu schreiben, das zusammenzutragen, die Informationen, die persönlichen Eindrücke mit reinzuschreiben, das Einsprechen ist dann, das, was viele ja unter Podcast verstehen, da setzen sich zwei mit dem Mikrofon gegenüber, das ist dann der Schokostreusel auf der Kirsche, auf der Sahnetorte sozusagen. Bevor wir gleich über die Folge vom 11. September sprechen, möchte ich mit dir über eine für mich most anticipated Serie 2022 sprechen. Amazon Prime, German Crime Story, gefesselt natürlich vom Titel her angelegt an American Horror Story, American Crime Story. Und auch da geht es natürlich um einen ganz besonderen Fall. Worum geht es in der ersten Staffel? Tja, die Frage ist, wie viel darf schon verraten werden? Es geht tatsächlich um einen authentischen Fall eines Serienmörders, der auch durch die Presse gegangen ist in den 90er Jahren. Gespielt von Oliver Masucci. Und auch da wurde sehr lange sehr viel recherchiert. Die Bücher sind herausragend. Und es geht darum, dass er tatsächlich mehrere Frauen gefangen genommen, auf jede Art und Weise gefoltert und vergewaltigt hat, bevor sie dann getötet hat. Und man ist ihm lange nicht auf die Schliche gekommen. Ja, ist sehr charismatisch. Alle haben ihm Glauben geschenkt, außer eben eine Kommissarin. Und diese Geschichte wird da nacherzählt. Und das ist der sogenannte Säurefassmörder. Und wen spielst du dort? Ich spiele seine Geliebte. Ich spiele... Sie heißt Carmen González. Setz ruhig nochmal. Genau, okay. Ich spiele Carmen González. Nachvollziehbar bei meinem Aussehen. Sie ist eigentlich eine Spanierin. Also sie ist ein Zusammenschnitt aus drei Frauen, die es tatsächlich gegeben hat. Und ich spiele seine Geliebte. Die haben ein ganz lustvolles Verhältnis miteinander, sage ich jetzt mal. Oh, wir müssen uns alle noch ein bisschen gedulden. Herbst 22 kommt das Ganze erst raus, aber ich schwöre, ich werde es gucken. Und als ich gelesen habe, dass du dabei bist, war natürlich safe, dass ich es auf jeden Fall gucken werde. Wer jetzt von der ersten Staffel Attentäter auch so begeistert war, gibt es da eine Fortsetzung oder hört ihr auf? Seid ihr fertig erzählt? Also tatsächlich ist es ja so, dass wir in der Jetztzeit enden mit dem Attentat, das zumindest momentan auf Bundesebene die größte Reichweite hat. Und ich persönlich hoffe, dass es einfach keine weitere Notwendigkeit gibt, nochmal zu berichten. Das Thema geht einem auch so nahe, also gerade wenn man so viel recherchiert, und es lässt sich gar nicht anders machen bei diesem Thema. Wir würden es auch niemals anders machen wollen. Das ist einfach eine Notwendigkeit, dass das da so akribisch bearbeitet wird. Und deswegen brauchen wir einfach auch eine Pause. Das geht einem so nahe. Also ich habe in jeder Folge nächtelang davon geträumt. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Also dafür machen, das ist ja auch unsere Arbeit. Man kann es ja nur mit Hingabe machen. Und das Thema ist einfach sehr, sehr düster, und deswegen sowohl quasi aus der äußeren Notwendigkeit als auch diesem inneren Wunsch zu sagen, jetzt möchte ich mich mal wieder mit hellen Dingen befassen. Denn sowohl drehtechnisch als auch podcasttechnisch war das natürlich viel Dunkelheit, was unglaublich spannend ist. Ich bin daran sehr gewachsen. Ich habe das Gefühl, ich bin daran auch erwachsen. Aber jetzt freue ich mich einfach, in den Himmel zu gucken und an das Gute im Menschen und im Leben zu denken. Man muss da immer aufpassen, wenn man selber im Licht steht oder in der Sonne, wenn man dann sich zu sehr mit dem Schatten beschäftigt, dann kann das Spuren hinterlassen. Deswegen freue ich mich, dass ihr da alle so weit auf euch aufpasst, dass man auch darauf achtet, dass man dann loslässt.
Ich finde das ganz wesentlich. Und wie gesagt, ich wünsche mir das richtig gehend, dass es einfach gar keinen Grund gibt, weiter berichten zu müssen. Es gab natürlich die Anfrage und wir haben uns aber sehr eingängig beraten, was man erzählen möchte. Und ich finde, im Hier und Heute zu enden und zu sagen, schaut genau hin, fühlt euch verantwortlich im Umgang mit euren Mitmenschen. Das war die größte Aufgabe, die wir hatten mit diesem Podcast. Also dann genießt die Folgen, die da sind, weil sie sind wirklich erschütternd, weil du schaffst es natürlich, einen ganz persönlich mitzunehmen. Der 11. September, die Folge ist nicht dominiert, aber sie hat Einschläge deiner persönlichen Eindrücke. Nicht nur, weil du vor Ort bist, sondern du als Nina, du machst die Menschen für mich empfindbarer. Ihr habt auch einen interessanten Weg gewählt. Mittendrin hört man dann eine Stimme von einer Frau, die noch nicht aufgetaucht ist. Und dann spricht sie so 3, 4, 5 Worte und dann sagst du, das ist, sie hat so und so und so. Und das ist so schön, weil das finde ich auch bei der deutschen Erzählweise bei Serien und Filmen immer schwierig, dass einem alles vorher 100-mal erklärt wird. Und bei dir eben dieser Überraschungsmoment. Man hört ja nur, denkt so, wer ist das denn? Und dann kommst du und erklärst und mittendrin hört man dann natürlich auch die legendären Originalzitate von Peter Klöppel. Und der war ja auch im Interview. Hast du ihn interviewt oder war das von einem anderen Interview reingenommen? Nein. Wir führen die Interviews alle selber. Wie war es mit Peter Klöppel, über diesen Tag nochmal zu sprechen? Man kommt ja gar nicht umhin, dass die Bilder wieder in einem hochkommen und jeder von uns hat Bilder von diesem Tag. Jeder weiß noch, wo er war und wie sich das angefühlt hat. Das ist ja wirklich so eine Zäsur in der Geschichte der Menschheit, zumindest in der westlichen Welt, eigentlich weltweit. Und er war ja der Erste, der in Deutschland auf Sendung gegangen ist. Und er hat über 9 Stunden live berichtet. Er wusste ja gar nicht, dass dem so sein würde. Und da kam bei ihm einfach auch nochmal alles hoch und er hat es auch zugelassen. Und das war sehr persönlich und unglaublich wertvoll. Und auch, dass er dann den Podcast angehört hat und ihn sehr geschätzt hat und gesagt hat, das ist großartige journalistische Arbeit. Das ist natürlich von jemandem, der auch gerade über diese Berichterstattung den Grimme-Preis bekommen hat. Das war die höchste Auszeichnung, die wir uns überhaupt, also wir hätten uns die nicht mal erträumt. Aber das war natürlich zu wissen, wir sind auf dem richtigen Weg, denn genau darum geht es, wertzuschätzen, dass sich Menschen da öffnen und das bedeutet immer, die reißen ihr Herz auf. Ich glaube, ich werde auch gar nicht vergessen, wo ich stand, als ich den Podcast gehört habe. Weil das war alles sehr, sehr eindringlich. Auch man hört Original-Voicemails, die noch rausgegangen sind. Man hört eine Frau darüber vermuten, was ihr so vom Schicksal geküsster Bruder, der dort in einem viel zu hohen Stock war, um noch lebend rauszukommen, was der vielleicht gedacht haben könnte. Und immer wieder fängt sie ihre eigene Fantasie aber ein, weil sie ja nur fantasieren kann. Das ist wahnsinnig eindrücklich. Der Podcast heißt Attentäter Welt History. Und er wird gesprochen und geführt von Nina Friederike Gnädig. Nina, vielen lieben Dank für deinen Besuch in der Webtalk-Show. Also danke, dass du so informiert bist, dass du das, dass du da so zuhörst, buchstäblich in jeder Hinsicht, also von innen und von außen echt. Es ist eine Freude mit dir, immer. Vielen lieben Dank, das kann ich nur zurückgeben und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und das wird der Fall sein. Ja. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und ganz wichtig ist, dass ihr das Licht in euch tragt. Es gibt da draußen ganz viele Menschen, die haben gerade gar keinen so geilen Tag. Und die lassen das raus. Ihr müsst dann immer gucken, meint diese Person wirklich mich? Oder ist das vielleicht was, was in der Person ist, wofür ich gar nichts kann? Und in den meisten Fällen seid es nicht ihr. Deswegen lasst euch da die Sonne nicht verderben. Wir sehen uns morgen wie jeden Abend um 19 Uhr zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Nina Friederike Gnädig. Bis dann. Ich will mich dir anschließen, Nico, vom Kopf ins Herz. Ich glaube, das ist das, was unsere Welt gerade braucht.